Usua stört nochmal. Ich bin's mit einer neuen Folge. Und zwar stehe ich immer noch bei dem Problem, dass ich ja kein Gold hatte. Und ich dachte mir, ah, oh, scheiße, Einzelspielermission. Da ist doch noch ein bisschen was zu holen, weil da gab es ja nochmal zusätzlich nach dem Update, gab es ja irgendwann nochmal die Möglichkeit, dass man gewisse Missionen einfach nochmal mit ein bisschen mehr, ja, dass da noch Loot dazugekommen ist. Und habe ich mir gedacht, gut, okay, das gönnst du dir jetzt einfach mal. Ich muss jetzt aber die Queen so schnell hochheilen, dass ich mit der auch gleich wieder angreifen kann. Fällt mir gerade auf. Das ist nun mal nicht anders. Da muss der Heiler da, beziehungsweise der Rage halt echt nochmal gedroppt werden. Also sonst stehe ich nämlich da. Das sollte noch machbar sein, weil die Queen noch in der Zeit ist, dass die halt relativ schnell fertig wird. Muh. Ich denke mal, ein Barbar macht Mu, oder? Dann sollte auch gleich der Spell fertig werden. Ich habe nämlich noch die Golems, die ich spenden wollte. Und dann sitzt man nämlich da. Ich dachte mir auch, oh, ja, gut, okay, wenn du jetzt keinen Angriff mehr machen kannst, weil so schnell kriegst du kein Gold mehr. Weil ich habe mir für das letzte bisschen Gold diese Mauer von 8 auf 9 gemacht. Und jetzt habe ich wirklich nur noch die 4 8er Mauern und dann war es das. So, dann stehst du da. Scheiße, jetzt hast du nicht genug, um nochmal anzugreifen. Jetzt gucke ich mal gerade, wie es insgesamt aussieht. 2 Rage-Spells, passt. Dann kommt der andere Spell noch dazu. Also das wird eine geile Nummer. Gucken wir mal, wie das hier läuft. Ich skippe euch wieder raus und dann sehen wir uns gleich wieder. Reingehauen. So, und da bin ich wieder. Ich habe jetzt ungefähr 25 Mal die Möglichkeit, weiter zu drücken. Ich hoffe, das reicht, um einen netten Townhall 9er zu finden. Spells passen. Das sollte eigentlich laufen. Ich hoffe bloß einfach mal, dass ich einen Townhall 9er erreiche. Oder einen Townhall 10er mit Infernus im Upgrade zum Beispiel. Wäre auch ganz nett. Ey, kommt, Leute. Lasst mich daran nicht scheitern. Ich habe jetzt schon mal reingeguckt im Angriffslog. Ich habe jetzt 46 Pokis hintereinander gewonnen. Ist ganz in Ordnung. Aber ich hätte natürlich gerne nochmal einen Angriff drin. Nochmal so schön 10 obendrauf. Weil danach geht ja logischerweise die Death wieder los. Kriege ich wieder auf die Mütze. So, bitte, bitte, bitte. So eine will ich nicht haben. Na, noch etwas über 10 Mal. Von hier rein. Ja, aber es, dann läuft der hinten, dann läuft die raus, also außen rum wieder und geht wieder schön dem Inferno Hallo sagen. Habe ich keinen Bock drauf. 5 Kappa. Ist nicht viel, ist definitiv nicht viel, aber ich überlege, ob ich den vielleicht sogar nicht mal von hier angreife, sondern direkt von oben reingehe. Nee, ich gehe trotzdem von hier. So, die ersten 5 Heiler sind gedroppt. Ich meine, hier Bogies sind, nee, Turm ist nicht dolle. Ansonsten sieht's, na, die Magiertürme sind noch relativ low. Gucken wir mal, wo wir am besten reingehen. Ich lasse die erstmal machen. Ah, nicht, dass hier noch was ist. Das war nicht schlimm. Jetzt sind wir gespannt hier. Das ist schon ein ganz schöner Ritt nach oben wieder gewesen, auf jeden Fall. Also jeder, der so im Champ-Bereich halt schon war, sag ich mal, oder vielleicht noch ist, der weiß ja auch, Champ 2, da geht es ja dann langsam los, dass man halt eben nicht mehr so die totalen Low-Bobs findet. Und dass man da schon mal den ein oder anderen Death-Verlust hinnehmen muss, auf jeden Fall. So, ich habe meine Ability noch und ich habe auch noch 3 Rage-Spells. Die wird sich dann umdrehen. Die Ability.
Und dann machen wir hier noch schön ein auf einen Toaster. Wo kriegen wir noch was? Ich weiß gar nicht, was wir drin haben in der CB. Gucken wir mal, was wir hier haben. Also wie gesagt, beim Town Hall 10 freue ich mich irgendwie am meisten auf die Mauerbrecher, dass die dann schön richtig eskalieren. Das wird eine richtig, richtig geile Nummer. So, jetzt denke ich, wird das hier relativ knifflig. Wir haben erst 31%. Das wäre ganz cool, wenn der Heiler nicht down geht. Ja, sehr geil. Ein Heiler mehr. Was wollen wir mehr? Hier, das macht die noch gut. Passt. Ja, 40% fast. Ich nehme aber schon mal den Rage-Spell so ein bisschen in den Angriff rein hier. Da können sie so hochheilen. Also wirklich nicht. Mal gucken, ob sie jetzt langsam aus dem roten Bereich rauskommt. Doch, ich glaube, jetzt klettert sie langsam raus. Jetzt wird es immer mehr. Ja, jetzt geht es schon langsam ins Orangene. Ah, bei dem Bogiturm dann wird es natürlich wieder ein bisschen kritisch. Alter, kommt, Leute. Nee, kommt, denn alleine schon wegen der Zeit für die Queen selber, dass die halt wirklich hier noch ein bisschen was ruppt, dass ich nicht dastehe und dann nur einen Pokal mache, dann hätte ich doch gerne zwei. Zumal danach kann ich eh pennen gehen. 48%, ey, erzählt mir nichts hier. Komm, gib noch mal alles, hol noch mal schönes Dunkle und dann noch den Magierturm. Bitte, bitte, bitte. Ja, sehr geil, sehr, sehr geil. Schön, drei Pokis immerhin. Na, ich denke mal, die Def wird schon richtig, richtig fett sitzen. Ja, genau, schön leer gemacht. Zack, passt. Gucken wir mal. Ich, vielleicht, weil habe ich jetzt wirklich verpeilt, weil es eigentlich für eine Def ist. Dann lieber wirklich richtig gutes Zeug. So. Wer will Golem? So, weil ich ja zwei Golems noch fertig gemacht habe, die müssen natürlich jetzt noch schön unter die Leute gebracht werden. So, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe eigentlich persönlich nicht mehr damit gerechnet, dass ich jetzt nochmal bei der Suche einfach nochmal einen Town Hall 9 finde. Und habe dann einfach nochmal gesagt, gut, okay, komm, probierst du mal. Und jetzt habe ich aber nur noch einen Rage-Spell. So, jetzt muss alles richtig klappen. Keine Mauerbrecher verschwenden. Ich hau hier mal die CB raus. Ganz vorsichtig. Jetzt ragen. Ah, Kacke, jetzt holen die hier noch alles raus. Das ist natürlich ziemlich uncool. Na, obwohl die Riesen sollten. Alter, ziemlich geil. Den muss ich mir gleich nochmal geben. Weil da war ich jetzt echt schon. Ja, sehr geil. Oh, nochmal schön 20 Kappa. Und wenn ich. Aber den werde ich nicht mehr auf 50% machen können, aber ich kann es jetzt riskieren und könnte jetzt doch, ich könnte noch meine gesamten Heiler verbraten, wenn die mir down gehen sollte. Dass sie mir halt nicht down geht. Richtig Heiler spammen. Oh, das ist ein guter Abschluss für heute. Schön außenrum noch. Oh, sehr geil. Dann noch schön Alex farmen hier. Auf jeden Fall. Also wenn sie außen rum geht, schaffe ich es von der Zeit. Ansonsten wird es halt ein bisschen eng. Das hier noch, das hier noch. Das sind dann insgesamt, bin ich hier so bei 35, würde ich sagen. Wenn ich das hier so habe.
33. Genau. Könnte klappen. Ja, in dem Fall ist die Tesla richtig gut. Das ist einfach wieder ein bisschen zusätzlich. So, jetzt kommen mir die Skelette ganz schön nah. So, jetzt passt das wieder. Jetzt geht der Bogiturm down. Alter, das wird was. Und jetzt wird sie genau hier durch. Ja, das sieht gut aus. 1, 2, 3, den kriegt sie leider nicht. Das müsste dort werden. Kein Rage mehr. Wenn hier noch eine Tesla sitzt, eventuell. Luftabwehr passt. 1, 2, 3. Knapp, aber es müsste klappen. Nicht noch durch eine Mauer gehen, bitte nicht. 46, 47. Das ist nur 1%. 48. Und jetzt durch die Mauer und dann komm, 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 komm. Aber heute war es echt knapp. Heute war es richtig, waren richtig knappe Fights dabei. Die geht schnell down, müsste klappen. Ja, das reicht auch locker. Ja. Und jetzt sogar noch hier schön nochmal was vom Elixier kriegen. Ja, sehr gut. Einwandfrei. Einwandfrei. Also das war 13 Pokale. Da bin ich bald wieder verdient in Champ 2. Richtig geil. Und jetzt, wie gesagt, jetzt deff ich erstmal, weil das ist. Nee, ich wollte noch mal kurz in den Angriff reinschauen. So, dann gucken wir uns den noch mal kurz an. Weil der Anfang halt wirklich für mich interessant war. Ich meine, es war halt auch nur eine Achter Queen, aber Queen und King und die CB. Also ich bereue es auf keinen Fall, dass ich die Ability genommen habe, vollkommen richtig. Hier haben wir noch den Bogiturm. King, kein Thema. Queen ist erstmal abgelenkt durch die ganzen anderen Bogies, die hier gespawnt werden. Zack. Jetzt der Gift und der Earthquake. Oh, die Mauerbrecher. Aber mit sowas kann man auch noch mal Glück haben manchmal, dass man dann halt wirklich, dass sich die Truppen dann doch noch mal ein bisschen veräppelt vorkommen und dann doch noch mal woanders hinrennen. Also lief auf jeden Fall richtig, richtig cool. So habe ich das gerne. So soll das sein. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch wieder schön entertained. Ach so, hier kommt. Wir sind wieder mal live dabei. Nächste Mauer. Zack, also wie gesagt, mit den Mauern läuft es jetzt hier oben auch auf jeden Fall. Was dann muss ich mich natürlich echt, also jetzt noch 300.000, 3 Millionen und dann darf ich mich da hinsetzen und darf die ganzen Neuner auf 10 machen. Ich hoffe, die Kombo, das habe ich jetzt nochmal zusätzlich verändert. Ich hoffe, das hält gut. Also sprich, Queen in dem Bereich, dass man die nicht locken kann. CB in dem Bereich, dass es schwer zu locken ist. Und dann sehen wir mal weiter. Und wie gesagt, hier halt, ich denke, das müsste passen. Ich bin echt extremst überrascht, nicht überrascht, sondern gespannt, wie das hier läuft. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut mal rein, wenn es so war, wenn ihr Spaß hattet. Den würde ich gerne sehen. Ich wünsche euch was.